Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Heute stelle ich euch dieses super coole Spielzeug vor. Es nennt sich Supersand. Das ist jetzt das Classic Set. Es gibt noch andere Sets davon, aber erstmal bleiben wir bei diesem hier. Und es ist der Spielsand für das Kinderzimmer. Das verrät schon einiges. Im Prinzip ist das sozusagen eine Sandburg, die man bei sich zu Hause bauen kann. Also man braucht nicht unbedingt einen Strand dafür. Die Supersandknete, nenne ich sie jetzt mal, fühlt sich samtig weich an. Man kann sie wohl gut formen und man kann sie wohl auch rückstandslos wieder abkriegen. Und sie ist antibakteriell und besteht nur aus natürlichen Materialien. Hergestellt ist das Spielset von Goliath und geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Dieser Supersand besteht nur aus Sand und Kalkstein, also wirklich aus natürlichen Materialien. Und dann ist noch ein Bindemittel dort drin. Und ich bin ziemlich gespannt, vor allem was die Konsistenz angeht. Deshalb würde ich sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und schauen, was der Supersand so kann. So, dann schauen wir mal, was alles dabei ist. Hier haben wir schon mal Förmchen, um unsere super Sandburg zu bauen. Und das ist dann der Supersand. Den muss man nicht mehr anmischen. Man sollte ihn auch nicht in Kontakt mit Wasser bringen, sondern der ist sozusagen schon fertig angemischt. Noch fühle ich nicht so viel. Und dann haben wir hier noch die Supersand-Spielwanne. Da kann man dann den Sand drin aufbewahren und damit halt die Sandburgen bauen. Eigentlich ziemlich praktisch, dann fliegt der Supersand nicht überall rum. Und das war's auch schon. Eine gesonderte Anleitung gibt es nicht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Supersand auf. Und schütten ihn in unsere Sandbox oder in unseren Sandkasten vielmehr. Meinen Ring mache ich jetzt mal ab. Das kann ich nicht so gut kneten. Und ich muss sagen, der Supersand fühlt sich wirklich merkwürdig an. Also irgendwie wie Knete, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin ganz fasziniert. Super cool auf jeden Fall der Supersand. Ein bisschen, also es fasert so ein bisschen wie Zuckerwatte, finde ich, wenn man das zerreißt. Dann ist das so ein bisschen, als wenn man Zuckerwatte abreißt. Er fühlt sich auf jeden Fall super lustig an, also es macht schon richtig Spaß, da drin rumzumatschen. Ein bisschen bleibt an der Hand, an Rückständen zurück. Aber ich könnte den ganzen Tag hier rumkneten im Supersand. Also wirklich, ein wirklicher Supersand, der Supersand. Nochmal vom Geruch. Das riecht eigentlich, ich weiß nicht, so ein bisschen wie ein Baumarkt, finde ich. Aber hat keinen so wirklich typischen Geruch. Also eigentlich ziemlich geruchsneutral. Ich habe gehört, man kann den Supersand auch geringfügig essen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und das schmeckt so, als wenn man Sand essen würde. Also ich würde es euch nicht empfehlen, den Supersand zu essen. Der schmeckt wirklich nicht. Und ich habe jetzt die ganzen Sandkörner in meinem Mund. Igitt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, mit den gelieferten Förmchen eine Sandburg zu bauen.
Ich würde sagen, das Ausprobieren des Super-Sand-Sets machen wir dann in einem nächsten Video. Ich muss jetzt erstmal den Sand aus meinen Zehen herauskriegen. Wirklich nicht zu empfehlen. Da kann man sich auch eine Handvoll Sand in den Mund stecken vom Strand. Also nicht den Super-Sand unbedingt essen. Kann man natürlich ausprobieren, ist unschädlich, aber macht's besser nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zur Demo. Bis dann, tschüss!